Haben wir Gäste auch heute so verstanden? Sehr wohl, Majestät. Majestät wollten sich bei auserwählten Untertanen auch noch höchst persönlich bedanken. Zunächst der ehemalige Landesfürst des Heiligen Kronlandes Tirol, Dr. Dr. Herwig van Staar. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie vermieten dein Zimmer ohne Dusch, ohne Klo. Holla, da Indio, holla, oh. Holla, da Indio, was hat's denn so? Ja, er darf sich setzen. Eine Schneekugel mit einem Schornsteinfeger, wie der Deutsche sagt. Ne? Wir reden jetzt Deutsch, damit er aus Tirol uns auch versteht. Ne? So viele Deutsche in Tirol, da muss man schon. Gar keine Pinguine drinnen. Gell? Husch, weg mit dem Klumpern. Van Staar! Doktor, Doktor! Ja, das beeindruckt uns. Behandeln Sie dann nur Ärzte? Ja. Auch. Auch? Also andere auch. Also nicht nur, Sie sind nicht der Doktor für den Doktor, sondern Sie waren andere auch. Der Doktor, Doktor. Liegt's an uns oder versteht er uns nicht? Was hat er denn studiert? Eigentlich fast alles. Wirklich? Aber nicht sehr intensiv. Wirklich nicht? Zweifacher Doktortitel. Was hat er da studiert? In was hat er promoviert? In Philosophie und ja, in Rechtswissenschaften. Schau, ein anständiger Mensch, der was Gescheites gelernt hat, zwei Doktortitel und muss trotzdem in die Politik. Dabei haben wir geglaubt, es reicht, wenn man Zahntechniker wird oder rechtskräftig verurteilter HTL-Absolvent. Ne? Majestät. War das nicht eine Verschwendung? Ich hätte ja gerne Medizin fertig studiert. Das auch noch? Aber das war mir zu anstrengend, deshalb bin ich in die Politik gegangen. Es war eine Flucht von der Wissenschaft. Ja. Weil die kochen auch nur mit Wasser. Da haben wir die Auflösung. Faul ist er, ne? Faul ist er, deswegen ein Politiker. Was für einen Posten hat er denn gehabt in Tirol? Ich war Politiker, ja. Gemeinderat in der wunderschönen Residenzstadt des Kaiser Maximilians in Innsbruck. Und wirklich? Dann, ja. Und dann? Landeshauptmann. Landeshauptmann? Ja. Ist das viel? Ich tat meinen in Tirol schon. Schau. Nicht überall. Was hat er für Autokennzeichen gehabt? T1. T1? Angeber. Majestät, ich bin ein bescheidener Mensch. Jetzt habe ich nur mehr T2. Ja, dass er bescheiden ist, haben wir an seinen Schuhen gesehen, gell? Die Schuhe, ja? Die haben die Osttiroler handgemacht, Majestät. Wirklich? Ja. Ja, das sollten wir ihnen verbieten. Ja. Wie lange hat er denn regiert? Wie lange war er denn Landeshauptmann? 6 Jahre. 6 Jahre nur? Ja. Kurz, oder ne? Eher kurz. Ja, da gibt es ja den anderen, diesen Typen mit der Seifensteinfrisur. Wie heißt der? Hofbildstelle, Majestät, Seifensteinfrisur. Ja, halt mit zwei Meerschweinern links und rechts halt, ne? Wie lang war der? Majestät, Herr Pröll amtiert seit 92. 92 Jahre ist er schon. Ja, so hätte man auch geschätzt. Ja, verstanden. Wir wollen uns persönlich beim Van Staar bedanken. Zu Befehl, Majestät. Er hat nämlich etwas sehr, sehr Wichtiges gemacht. Er hat sich aus der Politik zurückgezogen. Und da sagen wir Dankeschön im Namen des österreichischen Hofes. Schütteln wir ihm die Hand. Tirol ist ja ein wunderschönes Land, Van Staar. Ha? Haben wir da ein paar Bilder? Sehr wohl, Majestät. Hofbildstelle, bitte. Ha? Schön, ha? Was ist das für ein Viech?
Das ist ein Adler. Ein Adler, ja genau. Weiter, was haben wir noch? Schau, das ist ein Ding, wie heißt das? Eine Jemse. Eine Jemse, richtig, weiter. Oh. Hm? Ich würde sagen, das ist ein Fleckvieh. Fleckvieh, ja, weiter. Was ist das? Das ist der Herr Fischer, mit dem ich sehr bekannt bin, den ich nie das genannt habe, was die Medien geschrieben haben, mit dem ich sehr gut bin, und wo ich sagen muss, ich habe in meinem Leben nie jemand geklagt, wurde nie geklagt als Politiker, und alles, was geschrieben worden ist, waren wiederum ein paar Journalisten, die nicht der Wahrheit sich verpflichtet gefühlt haben. Aha, diese und Journalisten sind ich Ihnen, quasi das da? Majestät, deshalb habe ich Ihnen ein Schwein mitgebracht, bereits in dem Geschenk, das ich Ihnen gegeben habe, weil ich genau erwartet habe, dass Sie dieses Thema anschneiden. Ja, schau, ganz gefinkelt. Oder? Also er kennt schon den Unterschied, gell? Ja. Also das ist ein Schweigen. Nein. Dann. Das ist eine Sau. Das ist eine Sau? Ja. Wissen Sie, dass es einen ÖVP-Politiker gegeben hat, der sogar eine richtige Sau mal gesagt hat, und der ist trotzdem Bundeskanzler geworden? Machen Sie mir doch keine falschen Hoffnungen. Mit dem haben wiederum wir gerechnet, deswegen sagen wir, es ist jetzt genug Seifenstein. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein. Aber bevor er geht, haben wir noch Auszeichnungen für ihn, oder nicht? Vollkommen korrekt, Majestät. Wenn ich vielleicht kurz erklären darf, Herr van Staar ist ein Ritter des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Hofbildstelle, bitte! Ein Ritter? Und das ist die Rüstung? Das ist ein Leintierchen mit ein paar Muster. Majestät, dass Sie schon vorerst erwähnt haben, dass Sie die Prater Ritterspiele kennen, da bin ich zum ersten Mal mir bewusst geworden, dass Majestät über einen hohen Grad von Bildung verfügen. Richtig, richtig. Und zum anderen, das ist ein katholischer Orden, und dass ich Katholik bin, werde ich mich dafür auch bei Majestät nicht entschuldigen müssen. Das muss sich keiner entschuldigen für seine Religion bei uns. Bei uns kann man an Meerschwendeln glauben, an alles, es ist wurscht. Ja? Hauptsache, sie unterwerfen sich uns. Dann kann man alles glauben, was man will. Ja? Das ist uns wurscht. Also, wenn ein Ritter ist, braucht er Rüstung, Seifenstein, die Hofrüstung. Befehl, Majestät, vormärz! Wir haben nämlich eine Rüstung, die uns schon sehr oft sehr geholfen hat. Ja? Es trägt den Namen Suspensorium. Ja? Wir haben sie in Rot gehalten. Er muss sich's jetzt nicht anziehen, wir wollen nicht blind werden. Ich würde, Majestät, ich würde bitten, derartige Geschenke doch Herrn Strauß-Kahn zu schenken. Das war. Ja. Also, er darf sich zurückziehen, aber er muss auch mal ein bisschen brav sein, gell? Seifenstein, Majestät. Jedes Mal, wenn ein Tiroler da war, wollen wir schießen. Vortrefflich, Majestät. Wir wünschen Majestät, den ersten Schuss auf die kaiserliche Ehrenscheibe abzugeben. Selbstverständlich, ja damit. Die Jäger seiner Majestät. Die Wühlsau, die 40, der Hirsch frost noch mehr. Weil der Kaiser, der greift jetzt zum Gewehr. Holla, da Livio, holla, da O. Holla, da Livio, was sagst denn da? Seifenstein, ist das eh klar? Ich denke schon, Majestät. Na, sicherheitshalber, ist es klar? Ach so, nicht, dass wir dann. Wir wollen niemanden, verstehen Sie? Wo müssen wir da entsichern? Ah, ist schon entsichert, oder was? Ja, gut. Also. Ja.
Ja. Jüngstes Sachverstand, wir haben sicherheitshalber noch einen Königsadler geschossen. Verstehe, Majestät. Sieht eigentlich aus wie ein Fasan. Königsadler, die getroffen wurden, schauen dann aus wie ein Fasan. Verstehe, Majestät. Ist da hier noch ein zweiter Schuss drin, Herr Sachverstand? Ganz gewiss, Majestät. Meister. Und? Haben wir getroffen, Seifenstein? Treffer, Majestät! Ja! Wir haben den Hirsch getroffen, obwohl er sich in den Baum geflüchtet hat. Ne? Ganz brillant, Majestät. Typisch Hirsch. Ja, genau.